Unser Planet besitzt zwei Seelen, ein äußeres und ein inneres Antlitz, eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Alles entwickelte sich prächtig. Angst und Hass beherrschte die Schattenseite. Außerdem die industrielle Revolution. So entstanden Gut und Böse. Und wenn's zur 13. Stunde schlägt, dann bedeutet das, es ist Zeit für ein neues Projekt. Herzlich willkommen zu Terranigma für den Super Nintendo. Copyright 1996. Dieses Spiel ist steinalt und ist zu der Zeit, zu der es rausgekommen ist, nicht übermäßig beliebt geworden, hat aber, glaube ich, mit der Zeit deutlich mehr Fans gesammelt, als man gedacht hätte. Also dann drücken wir doch gleich mal Start. Ich muss direkt von Anfang an mal zugeben, ich habe dieses Spiel extrem viel gespielt früher und ich habe dieses Spiel noch nie selber durchgespielt. Ich habe schon mehreren anderen Leuten dabei zugeguckt, es durchzuspielen, aber ich habe es tatsächlich noch nie persönlich komplett beendet. Ich würde sagen, das sollte dringend mal geändert werden. Wir starten einen neuen Spielstand. Der Standardcharakter in diesem Spiel heißt Ark und ich möchte gerne den Standardnamen in diesem Spiel auch behalten. Ich bin an Ark inzwischen gewöhnt. Das Spiel ist so alt und dieser Name hat sich so bei mir eingeprägt, da möchte ich meinen eigenen nicht mehr reinsetzen. Kapitel 1: Versunkene Kontinente. Tatsächlich habe ich sogar den offiziellen Spieleberater, der damals mit dem Spiel verkauft wurde, hier neben mir liegen. Ich weiß nicht, wie nützlich der noch ist heutzutage. Vor allen Dingen in Zeiten von Game-FAQs und so weiter und so fort. Aber ich habe ihn hier. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja. Den gleichen Traum wie jede Nacht. Gehen wir nicht draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Ein friedliches Dorf. Wo könnte man in einem RPG besser starten als in einem friedlichen Dorf mit friedlicher Hintergrundmusik, ohne irgendwelche Sorgen in seinem Bett zu Hause? Kein Onkel, der irgendwelche Prinzessinnen aus dem Schloss befreien muss. Einfach nur zu Hause. Schönes Wetter. Das Licht strahlt in den Seiten rein. Und an diesen Dingern hier können wir speichern. Ark. Die haben so einen schönen Speicher-Jingle in diesem Spiel. Ja, Platz 1, gespeichert. Wir können nicht wirklich viel machen in unserer kleinen Hütte, außer sie uns angucken. Also würde ich sagen, erkunden wir ein bisschen die Umgebung und schmeißen mit Mülleimern! Wow, du bist cool, Ark! Du mich auch. Für den anderen sind wir auch total cool. Na, Ark, hat Milena dich wach geküsst? Liebe muss schön sein.
Einst sprach der Weise, die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte? Mysteriös. Wir gucken uns erstmal weiter um und schmeißen weiter mit Sachen um uns. Ah, Topf! Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Ja. Yeah. Na. Ich weiß nicht, ob Ark sowas mag. Hi. Erspar mir deine Ausreden. Ich rede später mit dem Weisen darüber. Oh. Kein Dialog mehr, weil wir ihren Topf zerstört haben. Dann klauen wir zumindest die Äpfel. Ark, das habe ich gesehen. Pff. Als ob es auf die Äpfel jetzt noch ankommt, nachdem wir den Topf zerstört haben. Ah, oh, der Typ sagt nichts, wenn ich den Topf zerstöre. Was ist denn hier los? Auch ich möchte den Kristallnebel sehen. Doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Aber Melina hat uns gerade eben gesagt, der Kristallnebel ist wunderschön. Geh dir den Kristallnebel angucken. Na, okay. Scheinbar können wir von ihr keinen normalen Dialog mehr kriegen, nachdem wir ihren Topf kaputt gemacht haben. Guck mal, viel zu viele NPCs. Hallo. Du Glücklicher. Ich hätte auch gerne eine Freundin wie Melina. Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Ich bin mir sicher, als dieses Spiel lokalisiert wurde, war das Spiel Abfahrer schon ein Wort, das kein Mensch auf der gesamten Welt benutzt hat. Ark, meinst du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen? Geh weg, Mann. Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, Ark. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Ha, flüstert doch jemand meinen Namen? Hallo? Hilfe? Okay! Gehen wir lieber in die Tür daneben. Ark, tritt näher. Ein weiser alter Mann. Ich klaue seine Kisten. Halt! Wer hat dir erlaubt, die Truhen zu berühren? Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben, haben wir schon gehört. Alles wurde verwüstet. Entschuldigung oder tut mir leid, weder noch. Das war total gerechtfertigt. Die Hühner wollten da rein. Und das mit dem Kürbisfeld war auch nicht meine Schuld. Die Hühner kamen von allein auf die Idee. Genau so ist das richtig arg. Na gut. Ich hab sie in die Weberei gejagt, aber... Genug jetzt! Schweig! Geh und entschuldige dich auf der Stelle! Au. Au. Aber ich hab's auch noch nicht mal selber getan. Das war NPC-Arc. Das war nicht Spieler-Arc. Naja, willkommen in Krista. Ich schätze, das ist der Nebel, von dem hier die Rede war. Diese lustigen Blubberblasen, die hier rumfliegen. Schauen wir uns mal in Krista um. Und stellen fest, dass wir keine Schilder in Krista lösen können. Entweder sind wir Analphabet oder diese Schilder sind einfach unnütz. Ruhe. Ich angle. Du musst warten, bis das rote Ausrufezeichen kommt und dann den Knopf drücken. Hör auf mit der Angel so rumzuwackeln, dann beißt doch nie was an. Doch, funktionieren alle nicht, die Schilder. Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Ich mag immer, wie hochgestochen und unrealistisch Charaktere in diesen Spielen reden. Ein Händler! Cool, willkommen! Wie kann ich helfen? Du könntest uns eine kleine Knolle, eine große Knolle... Ein Ding, das aussieht wie eine gefüllte Tasche mit Kräutern. Ich denke, das soll es auch sein. Ein Stab oder eine Weste verkaufen. Und für alles haben wir exakt 0 Geldstücke, also lassen wir das wohl mal bleiben. Wie auch immer die Währung in diesem Spiel heißen mag. Das Spiel verrät es uns einfach so nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob unser Spiel das jemals verraten wird. Wobei, doch, ich glaube, es sind Taler. Ich glaube, die Währung in diesem Spiel sind Taler. Kristalle bergen einzigartige Zauber in sich. Nur wir Magier verstehen es, diese Zauber in Ringen oder Medaillen zu bannen. Cool. Hab ich welche? Wahrscheinlich nicht. Die Kristalle besitzen magische Kräfte. Bringst du sie mir, entfache ich ihre Kräfte und wandle sie in Zauber. Klingt spannend. Leider haben wir sowas in der Richtung nicht. Man möchte meinen, in der Stadt, die Krista heißt, wimmelt's nur so vor magischen Kristallen und so einem Kram. Hey, guck mal, wir können wieder Sachen zerstören, wie diesen Kürbissen und diesem Salat. Und diesem Kürbis mit Kopf. Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. Sicher, warum nicht? Ich will ihn kaputt machen. Aber... Ha! Huh! Hey! Na gut, akzeptieren wir das mal so.
Ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Nur das mache ich selber. Davon brauchen wir keinen Kristallnebel. Ark, hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Ich sehe, wie hoch der Junge springen kann. Ich sehe, dass du dich kein Stück bewegst. Jetzt schon. Ich wünschte, ich könnte so springen wie du, Ark. Ark, Ark, Ark. Ja, wir können ganz toll springen. Warte, bevor wir da reingehen, irgendwas Spannendes hier hinter, wie dieser kleine See, den wir hier begutachten können. Immer schön ein leeres Dorf zu erkunden. Wo sind wir hier? Das ist die Mühle. Hallo, ich bin Jenso, der Müller. Ich mahle Korn, um Mehl für das Brot zu gewinnen. Boah, bitte erklär mir, wie man Brot backt. Ha! Oh, du bist es, Ark. Ich habe gestern zu viel getrunken. Nun habe ich einen dicken Kopf. Ich trinke nie mehr, sagte er, solange er noch einen Kater hat. Und setzte dann direkt die nächste Flasche an. Okay, der Raum ist nicht so spannend. Was haben wir im oberen Stockwerk? Oh, ein Getriebe, in das man nicht reinfallen sollte, schätze ich. Aber wir haben hier einen Schalter. Haha, damit haben wir die Mühle abgestellt. Jetzt wird niemand mehr im Dorf Essen kriegen. Ja, ich habe deine Mühle kaputt gemacht. Die Mühlräder stehen still. Wie konnte das passieren? Ich bin mir nicht sicher. Ist einfach so gekommen, schätze ich. Schade, dass man hier draußen keine Mühle sieht. Naja, die Mühlräder drin sind zumindest dicht. Mama sagt, dass man ein Versprechen aus einem früheren Man sei an ein Versprechen aus einem früheren Leben gebunden. Deine Mama ist komisch. Ark, waren Melina und du in der Vergangenheit bereits Freunde? Weiß nicht, wahrscheinlich schon. Wir warten auf Melina, sie wird später mit uns spielen. Hat Melina ja noch was vor heute. Können wir die Hühner in die Weberei treiben? Ach, ich kann noch nicht mal mit denen reden. Die sagen noch nicht mal Gark oder so. Was sind das für langweilige Hühner? Sonst noch irgendwas hier? Keine Impetus, die hier rumlaufen. Schöne weite Wege in abgelegene Hütten. Ja, warum nicht? Wenn wir schon mal da sind. Gucken wir mal beim Orakel vorbei. Ark, du? Ich werde deine Zukunft schauen. Ja, schau mal. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Reise antreten. Naja, möchte man meinen, wir sind am Anfang eines RPGs. Wäre komisch, wenn wir das gesamte Spiel hier im Dorf verbringen würden und nicht weiterkommen. Hey, Ark, spiel mit mir! Nein. Geh weg. Was haben die hier für kleine Rampen? Da passe ich ja so gerade eben hoch, und das kleine Kind. Hoffentlich haben die keine breiten Menschen hier im Dorf. Das ist der Wohnsitz. Ark, bitte bring den Kindern keinen Unfug bei. Gestern erst haben sie hier alle Krüge zertrümmert. Ach, kein Ding. Ich esse mal so lange deine Äpfel. Ach, das habe ich gesehen. Mir doch egal, ich hatte Hunger. Krüge zertrümmern! War eher ein Mülleimer oder sowas. Ich darf nicht nach draußen gehen. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Was hat's denn mit diesem Kristallnebel genau auf sich, dass er so schön ist, dass wir ihn angucken sollen, die Leute aber Angst haben, dass sie vom Blitz erschlagen werden und wir laufen trotzdem unbehelligt draußen rum? Irgendwie komisch. Schnief, schnief. Oh Ark, ich hatte diesen grässlichen Traum. Ich träumte, jeder hier würde sich in Eis verwandeln. Schnief, schnüff. Mutter, geh mal zu deinen Kindern, die haben beide Probleme. Und die steht hier rum und macht gar nichts. Rennt im Kreis. Verzweifelte Person. Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Wahrscheinlich deine Spiegelung. Es sieht aus wie Kontinente. Was es wohl zu bedeuten hat? Ich glaube, das bedeutet, dass der lokale Psychiater im Dorf entweder gerade außer Haus ist oder wir dringend mal einen brauchen. Gut, wir haben nur noch ein einziges Haus, in das wir rein können. Ich befürchte, dann gehen wir wohl mal in die Weberei, denn wir sollen uns entschuldigen. Hallo. Ark, ich hörte von deinen Taten. Du solltest dich entschuldigen. Nee. Ich komme jetzt mal um. Ein leeres Zimmer. Leere Zimmer sind immer toll. Jesus, Klone! Melinas Webstücke scheinen besondere Fähigkeiten zu besitzen. Ich möchte einmal eine Kunstweberin werden, so wie Melina. Cool, viel Spaß. Was ich tue? Ich stecke kleine, nette Bilder auf Kleidungsstücke. Aha. Wie viele Leute haben wir denn hier in diesem Dorf? Also, wir haben jetzt das Dorf komplett erkundet. Plus dieses Haus hier. Wie viele Leute brauchen bestickte Kleidungsstücke in diesem Dorf, dass wir hier vier kleine Kinder damit beschäftigen müssen, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als zu sticken?
Und können wir ihnen einen Topf auf den Kopf werfen? Schade. Red mit mir. Die anzusprechen ist nicht so einfach, wie ich dachte. Was ich tue? Das gleiche wie die neben mir. Was ich tue? Immer noch den gleichen Kram. Die wiederholen sich so ein bisschen. Lassen wir das. Hallo. Hallo, Ark. Melina befindet sich unten. Sie sollte etwas für den Weisen geben. Ja, dass sie sich unten befindet, das wissen wir schon. Wir sind an ihr vorbeigelaufen, gezwungenermaßen. Wir hätten gar nicht in ihrem Zimmer vorbeikommen können, um hochzugehen. Du schon wieder? Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Entschuldigung, okay, wir gehen. Ich hatte Sehnsucht nach Melina. Deshalb bin ich hier. Unglaublich. Du scheinst deine Untaten kein bisschen zu bereuen. Ja, das war auch NPC-Arc. Das habe ich eben schon erklärt. Warum soll ich mich für NPC-Arc entschuldigen? Das ist ja wohl totaler Bullshit. Ach. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es etwas übertrieben gestern. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Es ist eins von 6 Häusern oder so in dieser Stadt. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Cool, Problem gelöst. Ich darf sonst nicht mit dir weggehen. Aber wir haben uns doch schon entschuldigt. Ich denke mal, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum Weisen zurück berichten, dass wir tolle Dinge getan haben und uns entschuldigt haben. Oh, sind wir klasse. Nichts zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. Ark, du kommst gerade recht. Der Weise ist ausgegangen. Wir wollten doch etwas ausprobieren. Diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Ark, willst du es probieren? Sicher. Nö, wieso? Warum probiert es denn nicht alleine? Gut. Aber wenn wir da was finden, bekommst du nichts davon. Hast du verstanden? Egal. Mir interessiert das nicht. Strengt euch doch selbst an. Na schön, das wird dir noch leid tun. Haha. Ark hilft uns nicht. Lass uns nochmal versuchen. Fertig? Los! Was? Was ist passiert? Okay. Ark! Steh auf! Hier stimmt etwas nicht. In der Tat. Eine geheimnisvolle Kraft hat alle unsere Mitbewohner, ich weiß nicht, ob wir so Freunde nennen sollen, verschwinden lassen. Was sollen wir tun, Ark? Sie wurden alle durch die Tür gesogen. Wir hätten die Tür nicht öffnen dürfen. Der Alte hat uns gewarnt. Naja, haben die Tür ja auch nicht geöffnet und die haben es auch nicht geschafft. Was sollen wir tun, Ark? Was ist mit den Leuten geschehen? Weiß nicht, fragen wir doch einfach mal den Alten. Ist natürlich nicht da, da klauen wir halt seine Kisten. Was? Er ist nicht da und ich kann nicht seine Kisten öffnen? Was ist das denn für ein RPG? Frechheit. Hauptsache, der hat sich wieder ganz gemütlich an seinen Tisch gestellt, anstatt mal irgendwas Sinnvolles zu tun. Jesus Christ, dann brechen wir die Tür halt auf. Was? Sie hat einen Riss. Gut, das ist ja schon mal viel wert. Beim nächsten Mal reißen wir sie ein. Und? Hey! So, das hast du nun davon. Weißt du, der Typ haut erstmal ab. Keine Tür wird mich aufhalten. Was befindet sich hinter dieser geheimnisvollen Tür, die unsere Freunde gefressen hat? Wir haben das friedliche, geheimnisvolle Dorf Krista im Kristallnebel kennengelernt und keine ordentliche Definition des Kristallnebels erhalten. Wir wissen, dass wir auf eine lange Reise aufbrechen werden. Wir haben uns in einer Weberei für etwas entschuldigt, das wir nie getan haben. Gelinde gesagt. Und wir haben ein paar Äpfel gegessen, das war lecker. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Werden wir mal schauen, wo unsere 3 Freunde, Bekannte, Typen hingesogen wurden. Bis dahin. See ya.